بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wir sprechen über einen der größten Imame, die diese Umma je gesehen hat. Ein Mann, der für viel Gerede gesorgt hat. Die Gläubigen, sie lieben ihn. Und viele der Mubtadi'a hassen ihn. Es ist kein geringerer als Sheikhul Islam, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah. Eine Persönlichkeit, die diese Welt beschäftigt hat. Diese Persönlichkeit hat in dieser Welt etwas bewirkt. Und die Leute beschäftigen sich mit dieser Person. Ob Feind oder Freund. Ob zu seiner Zeit oder danach. Ein Mann, der geliebt wird von Ahlus Sunnah, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Dieser Imam ist geboren 661 nach der Hijra in Harran. Und Harran zählte zu jener Zeit zu Biladus Sham. Er war also von Asham. Heutzutage ist Harran noch ein Teil der Türkei. Es liegt relativ nah an der nördlichen Grenze Syriens. Was heißt eigentlich Sheikhul Islam? Sheikhul Islam zur Zeit der Osmanen war ein Titel für ein Amt. Der höchste Richter und Gelehrte, der am nächsten zum Herrscher war und der allgemeine Mufti war, bekam den Titel Sheikhul Islam. Wie zum Beispiel der letzte Sheikhul Islam bei den Osmanen, nämlich Muhammad Zahid ibn Hassan al-Kawthari. Er bekam diesen Titel, weil es ein Amt war. Das galt zur Zeit der Osmanen. Aber Sheikhul Islam zur Zeit von Ibn Taymiyyah und vor ihm war kein Amt, sondern diesen Titel bekam eine Person, die im Dienst dieser Religion groß wurde und die enormes Wissen erreichte, die viel ertrug auf dem Weg dieser Religion. Und derjenige, an den man heute denkt, wenn man Sheikhul Islam hört, ist Ibn Taymiyyah. Ein Mann, der es verdient hat, rahimahullah. Er kam aus einer gelehrten Familie. So war sein Vater Abdul Halim, er war ein Faqih, ein Fiqh-Gelehrter. Und sein Opa, Abdus Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Majduddin Abu al-Barakat, ist einer der großen hanbalitischen Gelehrten. Und er war ein riesiger Faqih und insbesondere in der hanbalitischen Rechtsschule spielt sein Opa eine große Rolle. Und Majduddin, also der Opa von Ibn Taymiyyah, ist der Autor von Muntaqa al-Akhbar. Und Muntaqa al-Akhbar wurde erklärt von einem anderen Gelehrten, von Ash-Shawkani. Und er hat es erklärt in seinem Werk Nailul Autar. Der Nahwi Jamaluddin ibn Malik sagte: Ulina lish-Shaykh al-Majd al-Fiqh kama ulina li Dawud al-Hadid. Für al-Majd, nämlich den Opa von Sheikhul Islam, wurde der Fiqh weich gemacht wie für Dawud das Eisen. Das zeigt, was für ein großer Imam der Opa von Ibn Taymiyyah war. Und sein Bruder Abdurrahman war auch ein Gelehrter. Und sein anderer Bruder Abdullah war ein Hadith- und Arabisch-Gelehrter. Und Ibn Taymiyyah erlebte in einer Zeit, die chaotisch war, wo die Tataren anwesend waren. Und die Tataren sind in Al-Sham einmarschiert und attackierten Harran. Und bevor sie es umzingelt haben, flüchteten viele und unter ihnen die Familie Taymiyyahs. 666 nach der Hijra gingen sie nach Damaskus. Da war Ibn Taymiyyah 5 Jahre alt. Und er erlernte den Koran 2 Jahre später, nämlich mit 7 Jahren auswendig. Und dann widmete er sich dem Wissen. Auf eine ungewöhnliche Weise. Und das, obwohl die Zeit Ibn Taymiyyahs eine politisch sehr chaotische Zeit war aufgrund der Tataren. Und es gab zu jener Zeit eine Menge erstaunlicher Gelehrte. Und es war extrem schwer, in dieser Zeit hervorzustechen, weil es so viele Gelehrte gab, die ein hohes Kaliber erreichten. Und das ist natürlich umso schwieriger, wenn es so viele wissende Gelehrte gibt, dass man dort hervorsticht. Aber das zeigt, was für ein Kaliber Ibn Taymiyyah war. Und viele dieser erstaunlichen Gelehrte sollten schon bald die Schüler Ibn Taymiyyahs werden. Und viele machen hier einen Fehler, wenn sie den Namen Ibn Taymiyyahs erwähnen. Sie sagen Ibn Taymiyyah. Aber richtig ist zu sagen Ibn Taymiyyah mit dem Shadda auf dem Ya, weil er seiner Urgroßoma zugeschrieben wird. Muhammad ibn Ali ibn Daqiq al-Eid, ein großer Gelehrter, der geboren ist 625 nach der Hijra, er sagte über Ibn Taymiyyah, er war wesentlich älter als Ibn Taymiyyah und er sagte, und das überliefert der Imam al-Dhahabi von seinem Sheikh ibn Daqiq al-Eid, dass er sagte, als er sich mit Ibn Taymiyyah traf und ihm zuhörte, was er zu sagen hatte, da sagte er, ma kuntu adhunnu anna Allaha baqa yakhluqu mithlak. Ich habe nicht gedacht, dass Allah noch
Leute wie dich erschafft. Subhanallah. Yani, er war so fasziniert von Ibn Taymiyyah, von seinem Wissen und von seiner Intelligenz, dass er gesagt hat, ich hätte nicht gedacht, dass Allah noch solche Menschen wie dich erschafft. Und Ibn Daqiq al-Eid ist ein großer Gelehrter. Ibn Daqiq al-Eid ist der Sheikh von al-Dhahabi und von vielen anderen Gelehrten. Und al-Hafiz Abu al-Hajjaj al-Mizzi, er ehrte Ibn Taymiyyah extrem. Und al-Mizzi ist ebenfalls der Sheikh für den Imam al-Dhahabi. Und er war der Imam im Hadith zu jener Zeit. Und al-Mizzi ist ein großer, wichtiger Gelehrter im Hadith, den jeder Hadith-Student kennt. Er sagte, لَمْ يُرَى مِثْلُهُ مُنْذُ أَرْبَعْمِئَةِ سَنَةِ. Jemand wie Ibn Taymiyyah wurde seit 400 Jahren nicht gesehen. Ibn Taymiyyah, im 7. Jahrhundert ist er geboren, wie wir gesagt haben, 661. Das heißt, wenn wir das zurückrechnen, 400 Jahre, dann sind wir im 3. Jahrhundert. Das heißt, er vergleicht die mit den Imamen, die zu diesem 3. Jahrhundert gelebt haben. Und Imame wie Imam Ahmad sind im 3. Jahrhundert gestorben. Nur damit man versteht, was Al-Mizzi hier sagt. Und das erwähnt unter anderem Ibn Rajab in seinem Dhail Tabaqat al-Hanabila. Und er sagte auch, ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. Er sagte, Hafiz Al-Mizzi, er sagte, ما رأيت, ich habe keinen gesehen wie ihn, wie Ibn Taymiyyah. Noch hat er jemanden gesehen, der so ist wie er. Also er hat so eine Stufe, weder hat ich jemanden gesehen, der so ist wie er, noch hat er selber jemanden gesehen, der so ist wie er. Und ich habe auch keinen gesehen, der wissender ist über das Buch Allahs und die Sunna seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und auch keinen, der noch mehr diesen folgt. Und dies erwähnt unter anderem Ibn Abdul Hadi in seinen Tabaqat Ulama al-Hadith. Ein vierbändiges Buch. Ibn Abdul Hadi ist einer der ausgezeichneten Schülern Ibn Taymiyyahs und ein großer Imam, insbesondere in Al-Ilal und im Hadith. Und er ist auch der Schüler von Al-Mizzi. Das heißt, er überliefert direkt von seinem Sheikh. Von seinem Sheikh Al-Mizzi, der das über Ibn Taymiyyah rahimahullah gesagt hat. Und Al-Mizzi, nur damit wir das verstehen, ist einer der größten Imame des Hadith, die zu dieser Zeit gelebt haben. Und er ist der Sheikh von großen Imamen im Hadith, wie Imam al-Dhahabi, wie Ibn Abdul Hadi al-Hanbali und andere Imame. Das zeigt die Gewichtung dieser Worte von diesem Imam. Und Al-Mizzi ist der Imam und Hafiz des Scham. Und er ist der Autor von Tuhfatul Ashraf, ein Werk, was man im Tachrij braucht, um die Hadithe zurückzuführen zu den Quellen. Tahdhibul Kamal, es ist ein Werk über die Überlieferer des Hadith. Und das ist das Fundament von Tahdhib al-Tahdhib von Ibn Hajar. Und Imam al-Dhahabi, er sagte auch, فَلَوْ حَلَّفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ لَحَلَّفْتُ أَنِّي مَا رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ مِثْلَهُ وَأَنَّهُ مَا رَأَى مِثْلَ نَفْسِهِ. Und Imam al-Dhahabi, er sagte, wenn ich schwören würde zwischen dem Rücken und dem Maqam, so würde ich schwören, dass meine beiden Augen niemanden wie ihn gesehen haben und dass er selber niemanden gesehen hat wie er. Das sind die Worte Imam al-Dhahabis. Das erwähnt Ibn Rajab in seinem Dhail Tabaqat al-Hanabila. Und selbst Taqiyuddin al-Subki, welcher ein Widersacher von Ibn Taymiyyah war, diese beiden waren Widersacher. Und selbst er lobte ihn in vielen Sätzen. Denn die Leute, sie haben sich bekämpft, weil er zu den Asha'ira gehört und Imam Ibn Taymiyyah zu Ahlus Sunnah. Und Taqiyuddin al-Subki, obwohl er einer der Widersacher war, konnte er nicht verneinen, dass Ibn Taymiyyah ein großer Imam ist. Es wäre absurd, das kannst du nicht verneinen, außer du bist ein Lügner. Und selbst seine Feinde bestätigten, dass er ein großer Imam ist und ein unglaublicher Gelehrter. Und auch Az-Zamalkani, trotz der Diskrepanzen, die er mit Ibn Taymiyyah hatte, lobte er ihn. Und in den Tabaqat al-Hanabila wird auch erwähnt von Ibn Rajab, dass er sagte, wa balaghani min tariqin sahih, und mir kam zu Ohren über einen authentischen Weg, an Ibn Zamalkani, annahu su'ila an al-Shaykh, dass dieser Zamalkani gefragt wurde über den Sheikh, also über Ibn Taymiyyah, und dann sagte er, lam yura min 500 sana aw 400 sana ash-shakk min an-naqil wa ghalibu dhannihi annahu qala min 500 ahfadhu minhu. Er sagt, Az-Zamalkani, der ein Widersacher von Ibn Taymiyyah war, er sagt, es wurde seit 500 Jahren oder 400 Jahren, und dieser Zweifel kam vom Überlieferer, und wahrscheinlich hat er 500 Jahre gesagt, gibt es keinen, der ahfadhu minhu ist, der mehr auswendig kann als er, als Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Das sind keine seiner Schüler oder so, das sind Leute, die im Wortgefecht waren mit Ibn Taymiyyah, die diese Sätze gesagt haben. Und wir haben die Aussage von Ibn al-Qayyim, seinem Al-Wabil al-Sayyib, dass er gesagt hat, ich habe einmal Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah gesehen, wie er das Fajr-Gebet gebetet hat.
Und dann saß er und gedachte Allah subhanahu wa ta'ala bis zur Mitte des Vormittags. Thumma iltafata ilayya. Dann wendete er sich zu mir und dann sagte er, hadhihi ghudwati. Das ist mein Frühstück. Walaula mataghadda al-ghada saqatat quwwati. Und wenn ich dieses Frühstück nicht einnehme, dann verschwindet meine Kraft. Subhanallah. Vom Fajr bis zur Mitte des Tages saß er und hat Allahs gedacht. Das zeigt, was für eine Ibadah dieser Mann hatte. Er war nicht nur ein wissender Mensch, sondern er hatte auch einen unglaublichen Gottesdienst, den man nur schwer nachahmen kann. Und wenn Imam ibn Taymiyyah einige Masail, einige Fragestellungen schwer fielen, hat er über 1000 Mal Istighfar gemacht. Er hat Allah um Vergebung gebeten, damit diese Schwierigkeit gelöst wird. Und manchmal ging er zu den verlassenen Moscheen, sodass ihn keiner sieht, und er warf sich dort auf den Erdboden nieder. Und dann sagte er, wenn ihm die Masala schwer fiel, Ya Muallima Adam wa Ibrahim, allimni. O Lehrer Adams und Ibrahims, lehre mich. Warum tat er das? Weil es eine Angelegenheit des Herzens ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz öffnet, dann versteht er die Fragestellung. Und das ist wahres Wissen. Nicht nur, dass man auswendig lernt, die Bücher studiert, sondern diese Bindung, die du zu Allah subhanahu wa ta'ala hast. Und das sieht man bei diesen großen Imam, wie unter anderem Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, sodass man sich bei jeder Schwierigkeit dem Allwissenden zuwendet. Und Ibn al-Qayyim sagt, وَكَانَ شَيْخُنَا كَثِيرُ الدُّعَى بِذَلِكَ وَكَانَ إِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ الْمَسَائِلِ يَقُولْ. Ibn al-Qayyim sagt, unser Sheikh hat viel Dua gemacht damit. Und wenn ihm eine Fragestellung schwer fiel, sagte er, Ya Muallima Ibrahim, allimni, o Lehrer Ibrahims, lehre mich. وَيُكْثِرُ الْإِسْتِعَانَةِ بِذَلِكَ اقْتِدَاءً بِمُعَاذِ بِنْ جَبَلٍ. Und er vermehrte seine Zufluchtnahme damit, also mit dieser Dua, und er ahmte damit Muadh ibn Jabal nach. Denn einer der Schüler von Muadh ibn Jabal, er weinte, weil er Muadh ibn Jabal verlieren würde und das Wissen würde mit ihm gehen und der Glaube. Und dann sagt er einige Sachen, und unter diesen Sachen, die er sagte, war فَعَلَيْكَ بِمُعَلِّمِ إِبْرَاهِيمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Dir obliegt der Lehrer Ibrahims. Segen Allahs sein auf ihm. Dies finden wir in seinem I'lam al-Muqqa'in an Rabbil Alamin. Zudem hatte Sheikh al-Islam ein unglaubliches Gedächtnis. Und das war auch eines der Gründe für seine enorm hohe Stufe, die er im Wissen erreichte. Und das demonstriert ein Ereignis, wo sein Vater ihn einmal dazu drängen wollte, mit der Familie zu einem Garten zu gehen. Und Ibn Taymiyyah wollte nicht. Und dann ließ er ihn und sie ging. Und als sie zurückkam, sagte der Vater, du hast das Herz deiner Brüder gebrochen, wärst du doch mitgekommen. Yani, warum bist du nicht mitgekommen? Und dann zeigte Ibn Taymiyyah rahimahullah auf ein Buch und sagte, dieses habe ich auswendig gelernt. Und sein Vater war erstaunt. Das hast du auswendig gelernt? Yani, in der Zeit, wo sie zum Garten gegangen sind und wieder zurückgekommen sind, hat er ein Buch auswendig gelernt. Und dann sagte der Vater, trag es mir vor. Und dann trug Sheikhul Islam ibn Taymiyyah dieses Buch auswendig vor. Und er lernte es in dieser kurzen Zeit auswendig. Und das zeigt sein unglaubliches Gedächtnis. Und Ibn al-Qayyim berichtet uns von seinem Sheikh ibn Taymiyyah, rahimahullah. Als er das erste Mal ins Gefängnis kam in Ägypten, wurden ihm seine Bücher genommen. Und so war er im Gefängnis ohne Quellwerk, also er hatte nichts. Und er schrieb kleine und große Bücher ohne Quellen. Und in diesen Werken waren Beweise, Überlieferungen der Sahaba, der Tabi'in und Zitate der Gelehrten und wo die Gelehrten das gesagt haben. Und dann wurde all das später überprüft und es wurde kein einziger Fehler gefunden. Unglaublich, was für ein Wissen das ist. Die Gelehrten, die das können, große und kleine Werke schreiben und mit Quellenangabe und wo die Gelehrten das gesagt haben und was sie gesagt haben und so weiter und so fort. Und am Ende stellt sich heraus, dass er keinen einzigen Fehler gemacht hat. Das ist etwas, was heute vielleicht eine Handvoll Menschen können. Und es wurde gesagt, dass er zwischen dem Dhuhr und dem Asr-Gebet das schreiben konnte, was ein Schreiber nicht in einer Woche schreiben konnte. Er konnte extrem schnell schreiben und er las schnell und er lernte schnell auswendig. Ein sehr intelligenter Mann. Und Ibn Taymiyyah zeichnete aus, dass er in der Realität lebte. Denn er sprach mit den Menschen, er lebte mit ihnen zusammen, er wusste, was aktuell auf der Welt passierte. Und er hörte den Menschen zu, er lebte in der Realität. Und das ist sehr wichtig für einen Gelehrten, denn ansonsten lebt er abseits der Realität. Und der Gelehrte kann keine Empathie für sein Volk haben, wenn er nicht mit ihnen lebt. Und so war Sheikhul Islam, rahimahullah, er ging zu den Menschen und sprach mit ihm und löste ihre Probleme. Und er löste ihre Schwierigkeiten. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir über einige Ereignisse seines Lebens sprechen, als er unter anderem einen Herrscher zurückrief zum Dschihad. Aber bevor wir dazu kommen, erwähnen wir einige seiner Bücher. Er hat eine unglaubliche Anzahl an Werken, die er geschrieben hat. So erzählt Imam al-Zahabi, rahimahullah, dass er auf 1000 Werke von Ibn Taymiyyah gestoßen ist. Und danach immer wieder auf neue.
die er noch nicht gesehen hatte. Und die Feinde Ibn Taymiyyahs kauften seine Bücher und zerstörten sie, damit sie sich nicht verbreiten. So tief war der Neid und der Hass gegenüber diesem großartigen Gelehrten. Und die Geschichten sind bekannt, dass sie den Herrscher aufhetzten, dass er Ibn Taymiyyah töten solle. Und dazu kommen wir später, inshallah. Zudem war Ibn Taymiyyah einer der Gelehrten, die zum Guten aufriefen und das Schlechte verboten. Und das ist eines der Sachen, die die wenigsten Gelehrten tun. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Und die keine Angst vor den Konsequenzen haben. Wenn man so einen Gelehrten sieht, dann ist er ein Schatz für diese Umma. Und im Jahr 702 nach der Hijra, was der christlichen Zeitrechnung 1303 entspricht, da gab es eine Schlacht, die nennt sich Shaqhab. Und in dieser Schlacht waren die Tataren, welche Muslime waren, aber sie waren Tyrannen. Und mit den Tataren war ihr Sultan, ihr Führer. Und dieser Führer, er hieß Ghazan. Und zu diesem Ghazan trat dann Sheikhul Islam und eine Gruppe der Fuqaha, ja, der Fiqh-Gelehrten, wie zum Beispiel Qadi al-Qudat, der Richter, Abil Abbas und andere. Und es wurde gesagt, dass Sheikhul Islam sich diesem Ghazan so extrem näherte, bis seine Knie die Knie von Ghazan berührten. Und Ibn Taymiyyah fing an, harte Worte auszusprechen. Und er sagte, dein Vater und dein Großvater waren Kuffar und sie haben nicht im Islamischen Reich das gemacht, was du gemacht hast. Und er hat ihn angefangen zu warnen und ihn an Allah subhanahu wa ta'ala zu erinnern und so weiter. Und dann fragte Ghazan, wer ist dieser Sheikh? Und sie sagten, es ist Fulan ibn Fulan. Es ist der Sohn so, der Sohn vom Sohn. Und dann sagte er, Wallahi, ich habe keinen gesehen, der standhafter ist als er. Und ich habe keinen gesehen, der mehr Heiba hat als er. Also Heiba ist eine Art Ausstrahlung. Und dies sah dieser Ghazan bei Ibn Taymiyyah. Und dann bat er Ibn Taymiyyah, Dua für ihn zu machen. Und Ibn Taymiyyah machte Dua, aber in Wirklichkeit war es größtenteils eine Dua gegen Ghazan. Jedoch hat Ghazan nicht verstanden, dass er gegen ihn Dua macht. Und von den Worten, die Ibn Taymiyyah sagte, war zum Beispiel, O Allah, wenn dein Diener, also Ghazan, gekommen ist, um deiner Religion zum Sieg zu verhelfen, dann unterstütze ihn. Und wenn er gekommen ist, um mehr von der Dunya zu erlangen und um tyrannisch zu sein, dann vernichte ihn und tue dies und jenes. Und er machte Dua und Ghazan sagt, Amin, Amin, Amin. Dabei merkt er nicht einmal, dass er gegen sich Amin sagt. Und die anderen Fiqh-Gelehrten, die dort anwesend waren, fingen an, ihre Kleidungsstücke anzuheben. Warum? Weil sie befürchteten, dass jede Sekunde das Blut Ibn Taymiyyahs auf sie spritzen würde. Denn sie befürchteten, dass jede Sekunde Ghazan den Befehl geben würde, Ibn Taymiyyah zu töten. Wie redet er mit mir? Ich bin der Sultan, ich bin der Führer und er redet so mit mir? Und sie befürchteten das und hebten schon ihre Kleider an, weil sie befürchteten, dass das Blut gleich spritzen wird. Und als sie fertig waren, sagte der Qadi al-Qudat, der Richter, das ist ein Amt, den Abu al-Abbas hatte. Und er sagte, du hättest uns fast mit dir vernichtet. Ab jetzt werden wir dich nicht mehr begleiten. Und Ibn Taymiyyah sagte dann, ich euch auch nicht. Ich werde euch auch nicht mehr begleiten. Und diese Geschichte, die zeigt, was für einen Mut Ibn Taymiyyah hatte. Und dass er keine Angst hatte, die Wahrheit direkt ins Gesicht zu sagen. Und das ist das, was wir heute vermissen. Und Ibn Taymiyyah ist hier ein Vorzeigebeispiel eines Gelehrten, der keine Angst hatte und die Konsequenzen nicht fürchtete. Und direkt so in das Gesicht des Herrschers sagte, fürchte Allah. Und er erzählte ihm auf, was er falsch macht. Er hätte nur einen Befehl geben müssen, der Ghazan, und hätte ihn getötet. Aber diese Ausstrahlung Ibn Taymiyyahs hat ihn beeindruckt. Er war eher beeindruckt und fasziniert, dass so ein Mann kommt und so in dieser Art und Weise mit ihm redet. Und das kann nur jemand vom Kaliber Ibn Taymiyyahs, rahimahullah. Und ein weiteres Szenario, welches den Mut Ibn Taymiyyahs demonstriert, ist, dass die Leute der Armeen und die Gelehrten ihm baten, dass er zum Sultan al-Nasr geht und ihn zurückruft. Denn dieser al-Nasr, er war ein Sultan von den Mamalik. Und er ist geflohen und er ist nach Ägypten geflohen aufgrund der Tataren. Weil er Angst vor den Tataren hatte, ist er nach Ägypten geflohen. Und dann stieg Ibn Taymiyyah, nachdem die Leute ihn baten, dass er dorthin geht und ihn zurückrufen soll, stieg er auf sein Pferd. Und dieses Pferd, auf das er stieg, ist ein Pferd, welches genutzt wird, um eine schnelle Nachricht zu schicken. Das ist ein Pferd, das sehr schnell ist. Man reitet mit diesem Pferd zu einer Station und dort wechselt man das Pferd. Weil das neue Pferd hat dann quasi die neue Energie und kann dann weiter dieses Tempo beibehalten. Und dann reitet man zu einer Station und wechselt erneut das Pferd und so weiter. Und so ist man schnell von A nach B gekommen. Das war sozusagen die schnellste Methode. Und Ibn Taymiyyah wählte diese Methode, um zu diesem Herrscher zu gelangen. Und dann kam er in Ägypten bei diesem Sultan al-Nasr an und er sprach schwere Worte und er erwähnte die Verse über den Dschihad und er sagte, wenn du nicht zurückkehrst zu Al-Sham
Und zusammen mit ihnen kämpfst, dann tauschen die Leute des Scham dich aus. Und er konnte ihn motivieren, zurückzukehren. Und dann standen sie den Tataren entgegen. Zudem ging Ibn Taymiyyah auf die Straße und verbat das Übel und gebot das Gute. Und dies tat Ibn Taymiyyah mit einer Gruppe von ihnen seine Schüler, um ihnen diese Pflicht beizubringen. Denn diese Sache ist jene Sache, über die gelehrte Bänder schreiben können, jedoch von den allerwenigsten Gelehrten praktiziert wird. Und das sehen wir heute in unserer Zeit. Die das praktizieren, möge Allah mit ihm barmherzig sein und ihnen ihre Angelegenheiten erleichtern. Eines der Sachen, die Imam al-Dhahabi über Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah erwähnt, ist zum Beispiel, dass er ein etwas schroffer Mensch war gegenüber seinem Widersacher. Und dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Ibn Taymiyyah eine Sache bis ins Mark verstand und sein Gegenüber nicht auf diesem Niveau war, und so erniedrigte er sein Gegenüber. Und so wird sein Gegenüber zornig und dann beginnt der Hass und die Feindschaft zwischen diesen Beispielen. Ein Beispiel hier, das man geben kann, ist, es kam einmal einer namens Abu Hayyan. Und Abu Hayyan ist ein Arabischgelehrter. Ein großer Arabischgelehrter. Und er tauschte sich mit Ibn Taymiyyah aus und er war extrem begeistert und fasziniert von ihm. Daraufhin dichtete Abu Hayyan Gedichtsverse des Lobes für Ibn Taymiyyah. Und es wurde sogar gesagt, dass er keine besseren Worte des Lobes sprach als diese, die er Ibn Taymiyyah widmete. Und Ibn Taymiyyah sagte dann in Bezug auf eine Fragestellung von As-Sibawi, dass er log oder einen Fehler gemacht hat. Und Abu Hayyan fragte, wie das? Wie kannst du sowas sagen? Yani für Abu Hayyan, der ein großer Sprachgelehrter war, ist As-Sibawi ein großes Vorbild und ein großer Imam in der arabischen Sprache. Und das ist er auch tatsächlich. Dann sagte Ibn Taymiyyah, As-Sibawi hat an 80 Stellen im Koran Fehler gemacht. La tafhamuha ant wa la huwa. Weder verstehst du sie, noch er. Das überliefert zum Beispiel Ibn Nasr al-Din al-Dimashqi in seinem Ar-Radd al-Wafir. Diese Sache hat Abu Hayyan so wütend gemacht und zornig gemacht, dass die Feindschaft zwischen ihnen begann. Und das, nachdem Abu Hayyan ihn gelobt hat und begeistert von ihm war. Und möglicherweise versteht man anhand dieses Ereignisses die Worte Imam al-Dhahabis, als er gesagt hat, وَإِلَّا لَوْ لَاطَفَ خُصُومَهُ لَكَانَ كَلِمَةُ إِجْمَعُ. Und wäre Ibn Taymiyyah lieb gewesen zu seinem Widersacher, so wäre ein Wort des Ijma' gewesen. So hätten die Menschen sich auf das Wort von Ibn Taymiyyah geeinigt, weil er so ein Imam war, aber wegen dieser Art, die er hatte, hatte er auch viele Widersacher. Denn jeder kannte die Stellung Ibn Taymiyyahs. Keiner würde ihn in Frage stellen, außer heutzutage einige kleine Kinder, die im Wissen nicht sind. Und jeder wusste, was für ein Kaliber Ibn Taymiyyah war. Was er am Wissen war, und sie kannten seinen Vorzug und dass er ein Meer an Wissen war und ein Juwel und seinesgleichen nicht gesehen wurde, wie Imam al-Dhahabi und al-Mizzi gesagt haben. Noch hat er selber jemanden gesehen, der so ist wie er. Was wichtig zu wissen ist über Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ist, dass es einige falsche Behauptungen gibt. Und eine davon ist die, die Ibn Battuta erwähnt in seiner Rihla. Ibn Battuta sagt in seiner Rihla, dass er nach Damaskus kam und dann in die Masjid al-Umawi ging. Und dann sagte er, er hatte einen Mann gesehen, der viel Wissen hatte, aber wenig Verstand. Und er sprach über den Hadith, über die Überlieferung des Nuzul, wo Allah subhanahu wa ta'ala zum untersten Himmel hinabkommt im letzten Drittel der Nacht. Und diese Überlieferung ist bestätigt im Bukhari und so weiter. Und dann soll er, also Ibn Battuta soll gesehen haben, wie dieser Mann stieg dann von der Kanzel hinab. Also er ging die Treppen der Kanzel hinunter und dann sagte er, genauso steigt Allah hinab. Er hat Allah hier mit der Schöpfung verglichen. Und er hat ihn sogar bei Namen genannt. Ibn Battuta hat ihn sogar bei Namen genannt und hat gesagt, dass er hier Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah meint. Und das ist natürlich eine Verfälschung seitens Ibn Battuta. Und die Zeit, wo Ibn Battuta nach Damaskus kam, saß Ibn Taymiyyah im Gefängnis in der Qal'a. Das heißt, diese Information, die Ibn Battuta hier gegeben hat, ist ganz klar falsch in Bezug auf Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Und wegen dieser Sache haben auch Gelehrte von Ahlus Sunnah wal Jama'a Ibn Battuta als unglaubwürdig eingestuft. Und dass man ihm nicht glauben darf in Bezug auf seine Aussagen. Und das ist auch etwas, was man leicht überprüfen kann, indem man in die Aqidah-Werke von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah schaut. Und da sieht man ganz klar, dass er keiner ist, der Allah mit der Schöpfung vergleicht, sondern er hat die Aqidah von Ahlus Sunnah wa Jama'a. Er bestätigt die Eigenschaften Allahs, ohne nach dem Wie zu fragen und ohne die Bedeutung lahmzulegen und ohne Allah mit der Schöpfung gleichzustellen und ohne die Bedeutung zu entstellen, wie es die Mubtadi'a machen. Das ist eines der Beispiele. Wir haben auch ein anderes Beispiel, und zwar eine Aussage, die Ibn Hajar erwähnt, die Ibn Taymiyyah gesagt haben soll.
Und wenn man schaut, ist Ibn Hajar der Einzige, der dies über Ibn Taymiyyah sagt. Und da stellt sich natürlich die Frage, von wem hat Ibn Hajar das? Da er nicht sagt, von wem er das gehört hat. Und es ist gleichgültig, welche Aussage es ist von Ibn Hajar. Der Punkt ist, er erwähnte eine Aussage, wo er weder überliefert, von wem er das hat, noch erwähnte eine Überlieferungskette oder ähnliches, sondern hat es vor ihm keiner gesagt. Und wenn wir uns die Schüler von Ibn Taymiyyah anschauen, hat es keiner von den Schülern gesagt. Wie kommt Ibn Hajar, der 773 geboren wurde, also knapp 50 Jahre, nachdem Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah gestorben ist, und er kommt mit einer Aussage, von wem hat er das, stellt sich natürlich die Frage. Er hat es anscheinend irgendwo aufgegriffen, hat weder genannt, von wem er es hat, noch erwähnt dies irgendeiner der bekannten Schüler Ibn Taymiyyahs, und die Asha'ira benutzen das, um Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anzugreifen. Und die Beispiele sind viele, wo Ibn Taymiyyah Falsches vorgeworfen wird, und diese Sachen, wenn man sie dann tiefgründiger untersucht, so stellt sich heraus, dass es alles falsche Behauptungen sind gegen diesen großen Imam von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und Ibn Kathir, er erwähnt, dass der Sultan Sheikhul Islam nach einer Fatwa bat. Und er wollte von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, eine Fatwa, um einige der Qudat, um einige Richter töten zu dürfen. Wegen dem, was diese Richter zuvor gesagt haben. Einige gaben eine Fatwa, dass er von der Herrschaft gehen muss. Sie schadeten auch Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Deshalb verlangte der Herrscher indirekt von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah die Fatwa, um diese Leute töten zu dürfen. Und er drang Ibn Taymiyyah dazu, diese Fatwa zu geben. Und Sheikhul Islam, er verstand, was dieser Sultan von ihm wollte. Sodann lobte er, also Ibn Taymiyyah, er lobte diese Richter und Gelehrte, die zuvor noch die Tötung von Ibn Taymiyyah verlangten. Also, hat sich der Spieß gedreht. Zuerst waren diese Richter in der Position, den Herrscher zu beeinflussen, und verlangten, dass er Ibn Taymiyyah tötet. Dann, einige Zeit später, drehte sich die Situation. Ibn Taymiyyah war nun in der Position, die Fatwa zu geben, dass sie getötet werden, also die Richter, die den Herrscher dazu drängen wollten, Ibn Taymiyyah töten zu lassen. Jetzt ist Ibn Taymiyyah in der Position. Was sagt jetzt Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah, er lobte diese Richter und Gelehrte. Und er sagte zum Sultan, wenn du diese tötest, dann findest du nach ihnen nicht ihresgleichen. Also er hat sie gelobt und hat den Sultan quasi indirekt gesagt, dass diese Gelehrte einen Nutzen haben, und wenn du sie tötest, dann findest du nicht ihresgleichen. Dann sagte der Sultan daraufhin, sie schadeten dir und wollten deine Tötung mehrmals. Also diese Richter, wo Ibn Taymiyyah jetzt die Fatwa geben soll, dass sie getötet werden, diese haben zuvor mehrmals die Tötung Ibn Taymiyyahs verlangt. Jetzt ist Ibn Taymiyyah in der Position. Und am Ende hat Ibn Taymiyyah, rahimahullah, den Herrscher besänftigt, sodass er ihnen vergeben hat, was sie gesagt haben. Es ist eine unglaubliche Tat Ibn Taymiyyahs, die zeigt, wie er mit seinen Feinden umgegangen ist und wie seine Feinde mit ihm umgegangen sind. Sie wollten, dass er getötet wird, haben es aber nicht geschafft. Er hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, sie zu töten, hat es aber nicht getan. Und er hat sie sogar gelobt. Und das erwähnt sein Schüler, der Imam Ibn Kathir, rahimahullah, in seinem Al-Bidaya wa Nihaya. Und so vergegenwärtige dir den herausragenden Charakter Ibn Taymiyyahs, rahimahullah. Er hat all diesen vergeben, die vorher noch die Tötung von ihm verlangten. Und von diesen Leuten, die seine Tötung verlangten, war Ibn Makhluf. Und dieser Ibn Makhluf, er gestand diese Tat sogar. Und so erwähnt der Hafiz Ibn Kathir, dass der Qadi, also der Richter der Malikiyya, Ibn Makhluf, sagte, مَا رَأَيْنَا مِثْلَ إِبْنِ تَيْمِيَةَ حَرَّضْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ وَقَدَرَ عَلَيْنَا فَصَفَحَ عَنَّا وَحَاجَجَ عَنَّا. Und dieser Ibn Makhluf, er hat diese Sache sogar gestanden, dass Ibn Taymiyyah ihnen vergeben hat, obwohl sie ihre Tötung verlangt haben. Und so sagte er über Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wir haben keinen gesehen wie Ibn Taymiyyah. Und dieser Ibn Makhluf, der Richter von den Malikiyyah, er war einer derjenigen, die seine Tötung wollten. Und jetzt sagt er, und wir haben keinen gesehen wie Ibn Taymiyyah. Wir stachelten gegen ihn auf und konnten ihn nicht bezwingen. Jedoch konnte er uns bezwingen, aber er vergab uns und argumentierte für uns. Und das ist das Geständnis vom malikitischen Richter Ibn Makhluf gegenüber dem großartigen Imam und Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Und wir sehen die Aussagen der Imame über ihn, wie sehr sie ihn gelobt haben. Und wir haben Bücher, die geschrieben wurden, wie zum Beispiel von seinem Schüler Ibn Abdul Hadi, der große Imam.
Al-Hanbali, Al-Maqdisi, der über seinen Sheikh geschrieben hat, Ibn Taymiyyah, und der selbst auch ein großer Imam war, Ibn Abdul Hadi. Und wir haben zur selben Zeit Sadruddin Ibn al-Wakil. Dieser war jemand, der mit Ibn Taymiyyah debattieren konnte. Und kaum jemand war Ibn Taymiyyah in der Debatte gewachsen, wegen seinem unglaublichen und umfassenden Wissen in jeder Wissenschaft. Aber er konnte mit Ibn Taymiyyah mithalten, dieser Sadruddin Ibn al-Wakil. Und als er starb, sagte Ibn Taymiyyah über ihn, nachdem er für ihn um Vergebung bat: Ich traue wegen der Erde, die die Zunge von Ibn al-Wakil zersetzt. Weil dieser Ibn al-Wakil war einer, der es mit Ibn Taymiyyah in der Debatte aufnehmen konnte. Und Sadruddin Ibn al-Wakil war jemand, der unglaublich auswendig lernen konnte. Er hat riesige Werke in kurzer Zeit auswendig gelernt. Und nur so jemand konnte es dann mit Ibn Taymiyyah aufnehmen. Und als Sheikh al-Islam rahimahullah starb, nahm an seiner Beerdigung 60.000 Männer und 15.000 Frauen teil an seiner Janaza. Und so eine Janaza wurde nicht gesehen, seit Damaskus die Hauptstadt der Dawla al-Umayya war. Aber als Ibn Taymiyyah dann gestorben ist, gab es so eine riesige Janaza, wie sie seit langem nicht mehr gesehen wurde. Und er war ein Imam, der die irregegangenen Sekten und Mubtadi'a bekämpft hat. Und er war bewandert in allen Wissenschaften, sodass er ein Imam im Tafsir war, in der Sunna, im Fiqh und in jeder Wissenschaft. Und das ist ein Zeugnis, das selbst seine Feinde ihm gegeben haben. Und das würde auch kein rationaler Mensch ausschließen, wenn er Ibn Taymiyyah kennt. Seine Aussagen und seine Beweisführung, die ist unglaublich und einzigartig. Und er ist zweifellos einer der großen Imame von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, der ein erstaunliches Erbe hinterlassen hat und Schüler hervorgebracht hat, die selbstgewaltige Imame der Sunnah wurden, wie Imam Ibn Abdul Hadi al-Maqdisi, der mit nur 39 Jahren gestorben ist, rahimahullah, und der ein großer Imam war, insbesondere im Hadith und in den Ilal, und eine Stufe erreicht hat in diesen jungen Jahren, die kaum jemand erreicht hat. Und zu diesen Schülern gehört Imam al-Dhahabi, rahimahullah, ebenfalls ein Imam von Ahlus Sunnah, genauso wie Ibn Abdul Hadi. Und natürlich Ibn Kathir, rahimahullah, der auch ein Imam ist von Ahlus Sunnah. Imam Muhammad ibn Miflih al-Hanbali und Ibn Qadi al-Jabal und viele weitere Gelehrte. Und nicht zu vergessen, einer seiner engsten und besten Schüler, der ihn beinahe zwei Jahrzehnte begleitet hat: Abu Abdillah Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd al-Zur'i al-Dimashqi al-Hanbali. Und dieser ist bekannt unter dem Namen Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah.